Hey ho, Freunde! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Techmatch, liebe Leute. Freunde, in der letzten Folge sind ziemlich komische und coole Dinge aber auch zugleich passiert. Denn, Freunde, wir haben in letzter Folge erfahren, dass das Restaurant ein Dorf endlich eröffnet hat, Freunde. Da hat uns nämlich die liebe Jenny einen Brief geschickt und uns darauf hingewiesen. Und dieses Restaurant haben wir in derselben Folge dann noch besucht. Und ich muss sagen, das Ganze sieht schon wirklich ziemlich cool aus, Freunde. Wir müssen da auf jeden Fall mal demnächst hingehen, Freunde. Wenn ihr wissen wollt, wie das Restaurant letzten Endes aussah, könnt ihr einfach in der letzten Folge vorbeischauen. Oder bleibt einfach heute dran, denn wir gucken nach auf jeden Fall dann nochmal vorbei, Freunde. Denn ich habe mir wieder mal einen coolen Folgenplan erstellt, Freunde. Und den werde ich euch jetzt mal präsentieren hier. Folge 63. Ihr seht schon. Als erstes steht Enchanten auf der Liste. Das ist ganz simpel. Wir haben einfach in der letzten Folge eine neue Schaufel und eine neue Axt bekommen. Die wollen wir einfach enchanten, damit wir damit besser dann abbauen oder whatever können. Keine Ahnung. Danach kann ich euch nämlich... Oh, das ist richtig cool, Freunde. Ich kann euch einen neuen Raum zeigen, Freunde. Denn ich habe mein Haus ein bisschen erweitert, Freunde, mit so einem kleinen Mini-Raum. Also es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich muss sagen, ich finde das Ganze ziemlich cool. Genau. Danach kann ich noch ein bisschen zeigen, was ich beim Beet, also bei unserer Farm und bei einer, also die Brücke, die kennt ihr noch nicht, weil die habe ich neu gebaut. So, aber ich zeige euch einfach gleich so, was alles in der Welt passiert ist, Freunde. Denn ich habe mich mal ein bisschen hingesetzt in dieser Welt, ein bisschen verschönert, Freunde. Könnt ihr auf jeden Fall auch gleich mal in die Kommentare schreiben, wie das Ganze ist. Danach werden wir in den Briefkasten vorgucken, um einfach nochmal herauszufinden, ob wir vielleicht mittlerweile mal eine Antwort von Toni bekommen haben oder immer noch nicht. Keine Ahnung, der ist ja auch irgendwie wirklich, der lässt sich damit echt Zeit, ne? Also, oder er hat den Brief nicht bekommen. Das wäre natürlich ein bisschen unlucky tatsächlich, aber naja, okay. Danach werden wir nämlich nochmal beim Restaurant vorbeigucken. Deswegen habe ich gerade auch gesagt, ihr könnt einfach dranbleiben, wenn ihr das nochmal sehen wollt, Freunde. Denn ich werde einfach wissen, ob es jetzt heute auch war oder nicht hier. Aber am Ende ist dann das ganz große Highlight. Wir machen eine kleine Shopping-Tour beim Ikea, Freunde. Denn ich habe vor der Folge richtig viele Dias gefunden, mit denen wir uns richtig viele Saphire holen können. Und damit eine richtig große Shopping-Tour beim Ikea machen können, Freunde. Denn ich will nochmal ein bisschen shoppen bei dieser antiken Artefakten-Abteilung, glaube ich, hieß es. Keine Ahnung. Gucken wir auf jeden Fall später mal vorbei, Freunde. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem ersten Punkt an. Wir werden jetzt ein bisschen enchanten. So, warum ist hier ein Cobblestone? Das ist ein bisschen mysteriös tatsächlich. Der bleibt einfach jetzt mal hier in meinem Inventar drin. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Cobblestone, aber okay. So, wir wollen auf jeden Fall, was machen wir hier drauf? Auf jeden Fall Efficiency, würde ich sagen. Efficiency 5 sollte passen, wunderbar. Machen das Ganze auch, würde ich sagen, nochmal auf die Schaufel drauf. So, wunderbar. Jetzt haben wir gar kein Level mehr, perfekt. Aber wir haben jetzt hier unsere Schaufel enchanted und unsere Axt. Ich muss sagen, die Axt und vor allem die Schaufel sieht richtig cool aus, ne? Guckt mal, Freunde. Die sieht richtig krass aus, finde ich. Aber okay, ist da natürlich auch Geschmackssache hier ein bisschen, aber... Nein, ich finde sie auf jeden Fall cool. So, enchanten, check, Freunde. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, Freunde. Ich kann euch jetzt nämlich einen neuen Raum zeigen, Freunde. Und der ist nämlich, warte mal, ich will euch jetzt nicht spoilern. Warte mal, ich gehe mal kurz hier so runter, warte. Ich muss jetzt eigentlich so die Treppe runter. Und dann, oh, man hat glaube ich schon ein bisschen gesehen, Freunde. Ups, das war mein Fehler hier. Aber, Freunde, ich sage euch einfach mal, Freunde. Denn wenn man jetzt hier in mein Haus reingeht, ihr seht schon, ich habe ein bisschen was am Boden geändert hier. Ich habe diese Holzschirme teilweise so weggemacht. Weil ich immer finde, das hat einfach, das sah voll dumm aus mittlerweile. Ich lasse es hier noch so als abtrennungsmäßiges Ding so da, aber hier, wo ich gerade stehe, habe ich die weggemacht, einfach weil es dumm aussah, Freunde. Aber ich zeige jetzt erstmal den neuen Raum hier, Freunde. Ich würde sagen, 3, 2, 1, boom. Das ist der neue kleine Raum, den ich gebaut habe, Freunde. Er grenzt jetzt so an meiner Garage und dann an meinem Kistenlager. Und ich habe mir gedacht, das wird so eine Art, wie sage ich das, so eine Art Waffenkammer, Rüstungskammer, irgendwie sowas. Ich habe hier ein bisschen so mit Dark Oaks Labs und mit normalem Spruce Wood und Spruce Stämmen gearbeitet hier. Habe hier so ein Glowstone reingesetzt mit weißem Glas. Ich muss sagen, ich finde, das sieht richtig cool aus hier. Könnt ihr auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr generell von diesem Raum haltet. Ich habe hier nämlich einige Rüstungsstände. Ich bin hinten wieder mit diesen XP-Tanks gearbeitet, die wir hier schon in einem sehr großen, einfach in einer sehr großen Länge hier vorhanden haben. Und hab hier nochmal ein paar Regale hingeplaced. Und hab hier noch so ein kleines Fenster in die Garage gemacht. Kann man immer so durchgucken hier. Moin. Ja gut, ich rede gerade mit mir selber. Also das war jetzt ein bisschen los von mir. Aber auf jeden Fall ist das hier unsere neue kleine Mini-Waffenkammer. Schreibt mir gerne mal Verbesserungsvorschläge, falls ihr welche habt, in die Kommentare. Oder schreibt einfach, dass es ein super Raum ist oder ob er richtig kacke ist. Natürlich mit Begründung, damit ich weiß, warum und eure Antwort nachvollziehen kann. Ne? So, okay, ich würde sagen, neuer Raum. Check, okay, das ist der neue Raum. So, als nächstes steht hier drauf Beet und Brücke, Freunde. Jetzt werden vielleicht ein paar verwirrt sein, so. Was ist denn bitte mit Beet und Brücke gemeint, Freunde? Denn, wenn wir mal hier kurz gucken. Ich habe erstmal hier auch den Weg noch weitergeführt, hier zum unserem Magiekeller hier. Hier ist nichts Großes, also ist hier einfach nur... Habe einfach ein bisschen hier diese Stadt... Warte, wie heißen Dinge eigentlich? Ich glaube Stone Path oder so, ne? Genau, ja. Die habe ich einfach ein bisschen weitergezogen.
Damit das hier auch ein bisschen so an den Weg, an den Hauptweg so angrenzt. Ich muss sagen, ich finde das generell ganz cool hier mit diesen Wegen hier. Freunde, jetzt kommen wir nämlich hier zu dem, was da drauf steht, Freunde. Beet. Ihr wisst, ich habe irgendwann eine kleine Farm, Freunde. Und ich habe die einfach ein bisschen geupgradet. Ich habe jetzt hier so einen Zaun drum gemacht, habe sie mit diesem Weg noch ein bisschen weiter verbunden. Und habe hier noch ein paar Kisten gemacht. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir schon mal hier sind, wir können das Ganze wirklich auch mal direkt hier mal abfarmen, oder? Ich meine, das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht hier. Und die Kisten sind einfach dazu da, dass wir da halt dann die ganzen Sachen, die wir hier aus der Farm kriegen, wieder anbauen können. Hier so. Okay, ich würde sagen, boah, warte mal, jetzt weiß ich nicht mehr, wie viele Kartoffeln und Karotten ich angebaut hatte. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier bis hier Karotten, weil ich glaube, Kartoffeln sind sinnvoller, weil die halt mehr Hunger geben, ne? Beziehungsweise mehr Essen. Wobei, komm, wir machen hier nochmal so 1, 2, 3, 4 und jetzt machen wir den Rest mit Kartoffeln vorhin, würde ich sagen. Hier, dann sollte das passen und haben wieder eine gute Aufteilung gefunden. So. Dass ich irgendwann mal wieder dieses Beet hier abbaue, hätte ich auch nicht mehr für möglich gehalten. Aber okay, auf jeden Fall ist das jetzt unser neues Beet mit so ein paar Fackeln und mit so einem Zaun, habe ich ein bisschen verschönert. Ich bin relativ stolz darauf. Ich finde, das sieht ganz schön aus. Ist jetzt natürlich nichts allzu Großes hier so, aber ich muss sagen, ich finde das nicht schlecht so. Ich finde das auf jeden Fall besser als vorher. So. Als nächstes steht da drauf Brücke. Also hier, wenn man hier nochmal guckt, hier steht drauf Beet plus Brücke. Was ist denn mit Brücke gemeint, werden sich wahrscheinlich viele fragen hier. Denn ich habe jetzt nämlich hier noch einen kleinen Weg zu McDonald's gebaut. Und zwar halt, wie ich es aufgeschrieben habe, wie der Name schon sagt, eine kleine Brücke. Und ja, ich weiß, es wird jetzt welche geben, die sich denken, oh Mann, die Brücke, die ist ja voll kacke gebaut. Das kann ich ja im Schlaf besser. Ja, Freunde, ich habe das kurz in 5 Minuten dahin gebaut, weil ich einfach irgendeinen Durchgang hier haben wollte und nicht einmal durch das Wasser oder hier außen rumlaufen wollte. Habe das Ganze natürlich auch hier wieder mit diesem Steinweg hier verbunden. Und ja, ich finde das Ganze auf jeden Fall ganz schön. Ich hätte hier natürlich auch ein bisschen mit diesen riesigen Seerosenblättern da arbeiten können, aber ich wollte ein bisschen was anders machen. Ich glaube, es wäre ein bisschen langweilig, wenn man hier die Teile wiederverwendet hätte. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich mache das Ganze einfach so mit so einer Dark Oak Brücke. Ich muss sagen, ich finde, Dark Oak ergänzt sich richtig schön in diesem Biom hier. Ich finde, dieses Gras passt richtig gut zu diesem Holz. Ich weiß nicht warum, aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das alles findet. So, wir können schon, ey, wir machen heute einen Speedrun, habe ich das Gefühl, ne? Wir können hier schon wieder einen Check setzen, okay. Als nächstes gucken wir mal in den Briefkasten, Freunde. Okay, ich bin auf jeden Fall schon mega, mega gespannt hier, ob wir jetzt was Neues bekommen haben in unserem wunderbaren Brief. Freunde, ich kann euch versichern, das war vorher nicht da, oder? Das war schon da. Das, glaube ich, war schon da. Haben wir 2 neue Pakete bekommen? Okay, ich würde sagen, ich gucke einfach mal rein. 3, 2, 1... Ich werde offiziell verarscht. Also das kannst du keine mehr erzählen. Wie viele Pizzen ich schon bekommen habe. Warte mal, wir zählen das jetzt mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich habe 16 Pizzen bekommen, meine Güte. Ey, das kann so nicht wirklich nicht sein, Mann. Ich meine, was soll ich mit diesen ganzen Pizzen überhaupt? Ich meine, ich werde niemals so viel Hunger haben, um diese ganzen Pizzen aufzuessen. Was ist hier drin? Ich hätte es mir denken können. Okay. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Okay. Wisst ihr was? Egal. Wir gucken jetzt auf euren Briefkasten und... Ohne Spaß, ich habe keinen Bock mehr. 33, 34, 35, 36, 37 und... 38. Okay. 38 Pützen. Wir haben jetzt insgesamt... 56 Pizzen, okay. Wisst ihr was? Irgendwann werde ich ja mal den Lieferanten machen und einfach mal ein bisschen Afendro was vorbeibringen, ein bisschen Jenny was vorbeibringen und Werner was vorbeibringen. Ich glaube, das ist einfach das Sinnvollste, was ich mit diesen ganzen Pizzen überhaupt anstellen kann. Und nein, natürlich haben wir hier keinen Brief drin von dem guten alten Toni, Mann. Ach Mann, ich habe mir das in den Briefkasten gucken ein bisschen anders vorgestellt. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt hier wieder 80 Millionen Pizzen bekomme. Ach man, wisst ihr was? Ich setze da kein Häkchen. Ich mach das weg. Ich finde das nicht erfüllt. So, okay. Wir gucken einfach mal jetzt hier, was das nächste draufsteht. Restaurant abchecken. Ja. Übrigens, Freunde, weil ich nur kurz jetzt kleinen Funfact zeigen kann hier. Ich habe hier diesen, den Fernseher, der früher hier drin stand. Übrigens, hier habe ich jetzt so einen kleinen Lagerraum einfach. Ich habe einfach ein paar Sachen drin. Also ich habe zum Beispiel diese Kiste, die vorher da stand, habe ich da hingetragen. Wir haben ja diesen Carry-On-Mod hier drauf. Dann kann ich einfach hier eine Kiste nehmen und die dann verschieben und der Inhalt bleibt da drin. Ne? Das ist auf jeden Fall ganz cool hier. Außerdem habe ich hier noch ein paar Sachen, die wir in der letzten Folge aus dem Loot-Case-Opening gefunden haben. Da reingepackt, einfach weil ich keinen Platz mehr habe. Weil ich meine, wenn wir mal... Oh mein Gott, ich bin zu dumm hier rauszukommen. Soll kurz zumachen. Wenn wir jetzt mal kurz hier mal eine Tool-Kiste gucken hier... Das ist halt die beste Kiste, die es gibt und das ist voll überfüllt hier. Also, das kannst du dir echt nicht ausdenken, aber
Naja, okay. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, glaube ich. Genau hier. Hier ist nämlich jetzt so ein kleiner Fernseher aus dem Raum da hinten. Kann man immer, wenn man schläft, jetzt hier, warte mal. Ich will einfach mal kurz demonstrieren. Wenn ich jetzt einmal ganz kurz hier Timeset Night mache. Guck mal, dann können wir mal perfekt, können wir jetzt hier fernsehen. Ich meine, das ist doch cool, oder? Jetzt können wir hier beim Schlafen immer so den krassesten YouTube-Channel der ganzen Welt, nämlich Joe Games gucken, ne? Also deswegen vorne alle abonnieren, liken auf dem Video und einen netten Kommentar schreiben, warum euch das Video gefällt, Freunde. Deswegen würde ich mich mal ziemlich freuen, wenn ihr mal auf den roten Abonnier-Button drücken würdet, Freunde, damit wir auch schon bald die 700 erreichen, Freunde. Wir sind kurz vor den 700 Abonnenten, also das ist wirklich insane, Freunde. Ich kann mich generell mal in dieser Folge mal ein bisschen bei euch bedanken hier so. Ein bisschen bedanken klingt so harmlos, ne? Ich muss eigentlich riesig bei euch bedanken. Ich meine, wir jetzt die ersten drei Folgen vom Battle Champions, also Stand jetzt, wo ich das aufnehme, sind drei Folgen Battle Champions draußen. Und wie krass diese Folgen bei euch angekommen sind, ist ja wirklich insane. Also wirklich deswegen riesen Dank dafür schon mal, Freunde. Die letzte Boundless-Folge hat auch wieder knapp 270 Aufrufe. Ich bin wirklich so dankbar und freue mich wirklich sehr, sehr extrem, wenn immer ein Video gut ankommt, Freunde. Weil das zeigt einfach so, ich stecke Mühe in die Videos und ihr gebt euch dann Mühe, mir zu zeigen, dass euch die Videos gefallen. Und das finde ich immer mega cool. Deswegen mag ich die YouTube auch so gern. Wisst ihr, ich kann so mein Hobby so ausleben mäßig. Ich kann so Videos aufnehmen, schneiden, das mache ich einfach, das ist einfach das, was ich gerne in meiner Freizeit mache und dann kriege ich von euch nochmal Feedback dazu, kann mich dahin deswegen auch verbessern und ich muss sagen, es ist einfach ein Träumchen, aber okay, Freunde, ich will jetzt erstmal kurz die Liste hier weitermachen. So, als nächstes steht nämlich auf der Liste Restaurant abchecken, Freunde, das Ganze werden wir jetzt auf jeden Fall machen. So, Rechtsklick und ab ins Dorf, wunderbar. Denn jetzt kann ich euch mal kurz hier das Restaurant zeigen hier. Es hat leider nicht immer, also immer noch nicht auf hier, aber das ist auf jeden Fall das Restaurant, was wir in der letzten Folge hier das erste Mal gesehen haben. Meint ihr, ist es schlimm, wenn ich jetzt hier reingehe? Okay, ich habe mich jetzt mal hier in die Küche vom Restaurant gesneakt. Okay, ich gehe mal ganz schnell wieder raus, nicht, dass wir noch erwischt werden hier und mal wieder verhaftet werden, weil das ist ja schon mal passiert, Freunde, für die Leute, die das nicht wissen. Ich wurde tatsächlich in Minecraft Tagmate schon mal verhaftet, okay, wegen irgendwelchem Diebstahl, der mir irgendwie angehängt wurde. Ich habe keine Ahnung hier. Ich kann auch, ob man es gerade gehört hat. Ich habe gerade meine Hand am Mikrofon aus einmal gestoßen, weil ich immer so, ich mache so Gestiken und so Mimik immer mit der Hand so mit, so wenn ich was erzähle und so, dann mache ich immer mit meiner Hand so Bewegungen. Und da bin ich gerade gegen das Mikrofon gestoßen. Keine Ahnung. Okay. Ist hier was drin oder so? Nee, anscheinend nicht. Okay. Wisst ihr was? Wir gehen einfach nach Hause hier. Können wir mal jetzt hier den nächsten Check einrichten. Und jetzt gucken wir uns nochmal hier bis zum Ikea um, Freunde. Denn die Shopping-Tour steht jetzt auf jeden Fall auch noch an. Freunde, ihr seht, ich habe extrem viele Dias gefarmt. Ich nehme jetzt mal alle mit hier. So, wunderbar. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal direkt hier zum Ikea. Nein, nicht die, ich brauche jetzt hier nicht den Folgenplan. Ich brauche hier mein Wapbook. Wunderbar. Und jetzt gehe ich hier zum Ikea. Und jetzt können wir kurz hier hochgehen und einfach mal gucken, was hier denn noch so drin ist, Freunde. Denn ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Es ist auf jeden Fall schon einiges weg, Freunde. Aber ich glaube, im Vergleich zu letztem Mal, wo wir hier waren, ist nicht noch mehr weggegangen, oder? Ich bin mir gerade relativ unsicher, aber naja, okay. Wir müssen auf jeden Fall, also ich will mir auf jeden Fall eine Sache hier holen. Weil ich muss sagen, die Sachen sehen alle unnormal cool aus. Mal guck ich das mal an hier. Vielleicht holen wir uns das. Okay, wir holen jetzt das doch nicht. 1500 Saphire sind doch ein bisschen viel hier. Wir können jetzt theoretisch das hier holen, für 100. Das sieht irgendwie richtig cool aus, ne? Sieht aus wie so eine Art Speer oder so. Mega cool. Oder wie so ein, wisst ihr, wie das aussieht? Das sieht aus wie das Hooksword von Elias in Minecraft Boundless einfach. Genauso sieht das aus. Mega witzig. Okay, wir haben auf jeden Fall hier noch so einen Diamanten, so ein Emerald, so ein S. Ich weiß aber nicht, wo das ist, wofür das da ist hier. Das sieht eigentlich ganz cool aus hier, ne? Ich meine, wir haben jetzt, das sieht aus wie so ein... Wie so ein Helm mit so Hörnern. Ich meine, wir haben schon so einen Hörnerhelm, aber so Abwechslungen in der Rüstung zu haben, ist auch nicht schlecht, oder? 450. Warte mal, ich muss das mal kurz ausrechnen. Okay, Freunde, wenn meine Berechnungen stimmen, dann sollten wir jetzt theoretisch genug haben. Wir müssten nämlich einfach, wir müssten, glaube ich, einen Stack und 11 abgeben. Das sind dann 75 Dias. Und das müssten dann, weil ein Dia 6 Saphire sind... müsste das theoretisch... Schau mal, hier sind gar nicht genug Saphire drinne. Das ist jetzt unlucky. Aber, warte mal. Wenn wir jetzt mal kurz hier... Warte mal. Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, wir machen das einfach so. Wir geben dem jetzt hier die Dias. So, 75. Und, wir... Oh, wisst ihr was, Freunde? Wir können ja vielleicht einen Deal raushandeln oder so. Ich habe ihm jetzt hier die Dias hingelegt. Wir werden uns jetzt einfach mal... Das, beziehungsweise hier diesen Helm, das Ding ja nehmen, so. Und werden, Yeti-Horns-Helm, mega cool. Und werden jetzt einfach dann nachher oder irgendwie nächste Folge mal den Truden noch einen Brief schreiben, dass er uns einfach die Saphire, zurückerstatten soll. Dass wir einfach 54 kriegen. Ne, warte mal. Eigentlich macht das System gar keinen Sinn. Warum sollte man mit Saphiren zahlen, wenn man eigentlich mit Diamanten zahlen kann?
Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Okay, wisst ihr was? Ich behalte jetzt einfach Diamanten. Ich habe jetzt mit Dias bezahlt. Das sollte eigentlich nicht schaden. Hier, weil irgendwie will ja auch Dias, er will die Saphire loswerden und Dias dafür haben. Sollte jetzt einfach nicht schaden. Deswegen check das ganze System dann nicht. Ist eigentlich voll sinnlos. Aber okay. Wir haben jetzt hier mit Dias bezahlt und jetzt gucken wir uns das ganze Ding mal an. So, packen wir es dann kurz wieder zurück. Und jetzt haben wir hier unseren Yeti-Horn-Time. Ich bin mal gespannt, wie der aussieht. Dort ziehen wir mal an. Guck mal, Freunde. Der sieht ja mega, mega cool aus. Guck mal, diese Hörner sind so gebogen. Seht ihr das? Die sind nicht so gerade raus. Warte mal, hier der. Der hat ja einfach so. Der geht rechts raus und einfach gerade nach oben. Aber die sind so. Die sind so kurvig. Seht ihr das? Das sieht richtig genial aus. Ich bin richtig zufrieden mit dem Helm hier. Und rüstungstechnisch ist er, glaube ich, sogar gar. Nee, der ist nicht besser. Okay, ich dachte kurz, der wäre vielleicht besser. Aber da meiner hier noch 1,5 Herzen dazu gibt, ist wahrscheinlich dann doch der hier besser. Ich werde wahrscheinlich auch den braunen anbehalten, aber ich muss sagen, ich finde einfach ganz cool, so zu haben hier. Warte mal, vielleicht können wir den direkt mal hier da draufsetzen einfach. Ja, guck mal. Das sieht doch cool aus jetzt. Jetzt haben wir da diesen Yeti-Helm. Mega, mega cool auf jeden Fall, Freunde. Aber okay, ich würde sagen, wir setzen einmal kurz hier noch das letzte Häkchen der heutigen Folge und dann, ach, jetzt muss ich, nee, wisst ihr was, ich mache jetzt hier sogar ein Kreuz hin, okay, ich dachte gerade, ich mache da vielleicht doch ein Häkchen, damit es besser aussieht, aber nein, ich sträube mich, ich mache das nicht. So, Freunde, an dieser Stelle würde ich auf jeden Fall trotzdem sagen, Freunde, ich hoffe, euch hat diese heutige Folge von Minecraft Tech Match gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Abonniert meinen Kanal, um mich kostenlos zu unterstützen, aktiviert ihr auch gerne die Glocke, um kein Video zu verpassen, kommen aktuell 5 Videos die Woche. Das war eine Folge von Minecraft Tech Match. Haut rein, Leute, und ciao! Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be my, it might be my, yeah. If you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shorty back to you.